Egal, ob wir eine Datei aufmachen, ein Foto auf Social Media posten, einen Song hören oder Video abspielen. Medien liegen immer in einer bestimmten Form, einem bestimmten Format vor. Lange Zeit war es das Kino, das die Formatstandards für die unterschiedlichen Bewegtbildmedien vorgab. Fernseher- und Computerbildschirme haben sich etwa an historisch gültige Kinoformate angelehnt, die sogenannten Aspect Ratios bzw. Seitenverhältnisse wie 4:3 oder 21:9. Doch inzwischen sind es die Smartphones, die angefangen haben, die Formate der Bewegtbildmedien zu bestimmen und sogar zu revolutionieren. Smartphone-Videos haben zu historisch einzigartigen Verbreitungen des vertikalen Formats für Bewegtbilder beigetragen. Das vertikale Format hat sich zunächst im Amateurbereich verbreitet und wird mittlerweile auch in professionellen Kontexten aufgegriffen. Bei der Nutzung von WhatsApp, TikTok oder Instagram überrascht, wie allgegenwärtig Bewegtbilder im vertikalen Format geworden sind. Oder besser, es fällt gar nicht auf. Werden über WhatsApp geteilte Home-Movies, TikTok-Videos, Instagram-Reels oder IGTV auf dem Smartphone betrachtet, so rückt das vertikale Format der Bewegtbilder in den Hintergrund. Das Bildformat fällt hierbei nämlich mit dem vertikal gehaltenen Bildschirm zusammen. Vertikale Videos sind in diesen Fällen in der Regel mit dem Smartphone und für das Smartphone aufgenommen. So überrascht es auch kaum, dass das vertikale Smartphone-Format nun auch das Interesse der Filmemacherinnen auf sich gezogen hat. Auf Vimeo und TikTok-Kanälen, auf denen dem vertikalen Film gewidmeten Festivals oder in Kunstprojekten wird nun ausgelotet, wie man Filme im länglichen Bildformat machen kann und welche ästhetischen Transformationen damit einhergehen. Ist das vertikale Format gar die Zukunft des Kinos?